Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario World, einem Hack von Final Level Gamer, der dieses Jahr erstellt wurde, beziehungsweise der ja erst gestern rausgekommen ist, beziehungsweise eigentlich sogar heute rausgekommen ist. Der ist, soweit ich mich erinnere, sogar um 0 Uhr rausgekommen, also praktisch Mitternacht. Heute ist Release-Tag von diesem Hack und ich bin gespannt, was der Final Level Gamer hier so gebaut hat. Das soll anscheinend sein bester Hack sein bisher. Und ich sehe schon gleich mal im Intro-Screen, also dass zwar das Intro nicht bearbeitet wurde, aber dass der Boden eine andere Farbe hat. Naja, mal sehen. Okay. Das ist, gucken wir mal, welchen wählen wir, machen wir einfach mit A. So, ein Player. Ich werde das ganze Ding, sofern es geht, möglichst ohne Save State spielen. Mario aus Hanselhausen macht sich auf die Suche nach dem Triforce, doch er ist nicht der Einzige. Oh Mann, aus Hanselhausen, super. Der Screen gefällt mir jetzt schön. Okay. Zelda-Musik. Und zwar, wenn man eine Fee betritt. Yoshi's Town. Yoshi Town, achso. Mhm. Das ist Yoshis Haus. Das ist sogar mehr als nur Yoshis Haus. Das sind mehrere Yoshi-Häuser. Okay. Diese Musik aus Zelda kenne ich noch nicht, weil das ist, glaube ich, aus einem der späteren Zelda. Was steht denn hier in der Infobox? Willkommen in Yoshi Town. Besuche doch einige der gastfreundlichen Yoshis und sprich mit ihnen. Okay. Hier wohnt Yoshi. Und hier wohnt Yoshi. Ja, und wo sind jetzt die gastfreundlichen Yoshis? Ich sehe keinen. Achso, jetzt geht's hier zu... Soll hier das Triforce rein? Ich weiß nicht. Das sieht äußerst kurios aus, diese Häuser. Okay. Ja. Was kommt jetzt hier noch? Okay. Noch mehr davon. Das geht ganz schön weit so. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo die Yoshis sind, die man hier besuchen kann. Hier ist nochmal Yoshis Haus. Hier wohnt auch Yoshi. Ach, ich habe begrenzte Zeit für dieses Level. Oh yeah. War das nicht eine Mega Man-Musik? Okay, gut. Dann haben wir Yoshis Haus geschafft. Oder Yoshi Town. So. Ah, jetzt komme ich nach rechts. Okay. Info Yoshi 1. Was steht hier? Das Triforce wird von zwei Mächten bewacht. Von der guten Macht Peach Äußeren des Triforce? Äußeren. Okay. Vielleicht hast du dich da verschrieben, ich weiß es nicht. Des Triforce. Und von der bösen King Boo. Okay. Ich dachte schon. So, Peach wurde von Zelda beauftragt, das Triforce zu bewachen. King Boo wird dich daran hindern, das Triforce zu finden. Ah, okay. Und wieso ist der Yoshi eingesperrt? Das ist definitiv eine Mega Man Musik und ich glaube, es ist aus... Ich glaube, Mega Man 5, die Musik, wenn man es geschafft hat, oder Mega Man 4, die Musik, wenn man es geschafft hat. Leider bin ich im Musikrad nicht so gut. Okay, jetzt komme ich hier hoch. Info Yoshi 2. Bowsers Kinder haben die 7 Orb-Eier gestohlen. Du musst sie finden, um zum Triforce zu gelangen. Okay. Und was sagst du mir? Ich glaube, Bowser ist auch hinter dem Triforce her. Damit hast du zwei Feinde, Bowser und King Boo. Okay. Ja, das sind ja auch normalerweise die Feinde von Mario. Also mit anderen Worten hast du jetzt die Story so umgebaut, dass die insgesamt... also ist es insgesamt von den 10 verschiedenen Bossen in diesem Spiel 9 hinter dem Triforce her sind, okay? Gut, dann gucken wir mal, was noch so kommt.
Also auf jeden Fall kriegt man schon mal in den ersten Leveln kinderleicht Punkte. Okay. Was kommt jetzt? Welt 1-1, okay. Gucken wir mal. Das ist New Super Mario Bros. Musik. So, und ich habe hier auf jeden Fall meinen Koopa Panzer. Mal gucken. Okay, ich hatte meinen Koopa Panzer. Oh, ein Pilz, okay. Oh, ich liebe die New Super Mario Bros. Musik. Und das Level habe ich, jedenfalls den Anfang davon, habe ich auch schon im Intro von Final Level Gamer zu dem Spiel gesehen. Wie gesagt, ich werde keine Save State nutzen, außer es wird definitiv danach verlangt, weil irgendwie eine richtig bösartige Stelle reingekommen ist, drin ist in dem Spiel, aber bis jetzt. Das war doch, glaube ich, eine Mario-Todesmusik, aber nicht von Mario World. Gut, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen dumm angestellt. Naja, gut, okay, machen wir es einfach nochmal. Bim! So, ich will jetzt immer meinen Koopa-Panzer behalten. Also, in dem hier ist ein Pilz drin. Gib mir den Pilz. Schack! Warum? Tust du mir das an? Dann möchte ich aber. So viel zu beim Koopa-Panzer. Die wollen wir den heute nicht lassen. Gib mir den Koopa-Panzer. Versuchen wir es halt zum dritten Mal. Ich find's cool, dass die Münzen so verschiedene Farben haben. So. Ich bin übrigens auch gespannt, ob ich hier sowas ähnliches wie. Schafft man den Sprung nochmal? Ja, okay. Ob ich sowas ähnliches wie Spielfehler finde? Ich weiß ja nicht. Final wird das alles schon eine Menge getestet haben. Aber wenn ich was finden sollte, kann ich das ja irgendwie, ich sage mal, Bescheid sagen. Vielleicht ändert er ja dann noch was. Ich weiß es ja nicht. So. Ansonsten gucken wir mal, wie das Spiel so aussieht. Hier sind schon ganz viele Molds. Ich glaube, die heißen Molds rausgekommen. Hier ist eine Brücke, okay. Und hier brauche ich einen P-Switch. Wo kriege ich denn den P-Switch her? Na dann, zeig mal her. Die Röhre? Nein. Da oben scheint auch nichts zu sein. Kann ich hier irgendwie Invisible Blocks? Ah! Ein Mond. Okay, cool. Und eine Yoshi-Coin. Aber kein P-Switch. Gibt es hier noch einen? Nein. Es muss irgendwo einen P-Switch geben. Habe ich den übersehen? Oder habe ich den versehentlich gedrückt? Unten war ich, glaube ich, noch nicht. Aha! Jetzt weiß ich auch, warum der Typ da unten ist. Haha! So. Angst! Ich habe vor den Maulwürfen so ein bisschen Angst, weil die machen mir immer so ein bisschen Sorgen, wenn ich denen begegne. Ich stelle mich bei denen immer so extrem blöd an. Die Musik kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, auch nicht. Muss ich hier oben lang? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Will ich hier oben lang? Ich gucke einfach mal unten. Ne, natürlich nicht. Hä? Okay, ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Irgendwas muss ich übersehen haben. Okay. Oder ich muss den Pilz behalten. Kann das sein, dass ich den Pilz behalten soll? Fuck, dann habe ich ihn jetzt schon verloren. Na gut, töten wir uns halt nochmal. Ich will wissen, ob ich den Pilz behalten muss. Und ich will es ja eigentlich nicht exzessiv mit Save States ausnutzen. Das ist jetzt hier. Nein, ich würde es versuchen, ohne Save States zu spielen. Solange ich die Möglichkeit dazu habe. Beziehungsweise solange es nicht absolut krankhaft schwierig wird. Weil das ist eigentlich. Eigentlich stelle ich mich bloß dumm an gerade. Wow! Komm schon.
Ich kann doch nicht an Welt 1-1 schon so, so hart verrecken. Das gehört sich nicht. Wie er mich trollt. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Okay. So, jetzt aber. So. Ich will eigentlich nicht unbedingt, dass ich da einen Shelljump oder sowas benutze. Nicht auf Manchon. Das würde. Das wäre doch zu asozial. Oder? Ich habe noch nie einen Shelljump geschafft. So, ich muss erstmal hier runter, denn es gibt. Verdammt. Na gut, dann halt nochmal. Also hier. Nein! Ich hoffe, du hast ein paar Save Points auch gesetzt. Also, dass man intern im Spiel speichern kann. Weil sonst habe ich wohl ein paar Probleme. Es kann doch nicht sein, dass ich zu blöd für dieses Level bin, oder? Hey, es muss aber am Ende irgendwas geben und ich glaube nur, dass ich mit einer Feder weiterkomme. Ohne Feder werde ich es wahrscheinlich nicht packen. Okay, jetzt habe ich den P-Switch endlich mal. Oh, oh, nicht. No. Okay. Hier ist eine Blume. Okay, also gibt es keinen. Hä? Hey, der Mond ist nicht mehr da. Ist der Mond nur einmal pro Level da? Fuck. Vielleicht muss ich einen Goomba mitnehmen. Fuck. Oh, es muss doch hier irgendwas geben. Ich bin doch. Bin ich wirklich so blöd? Ich verstehe es nicht. Okay, das war meine Rewind-Taste. Ich will jetzt wissen, was ich da machen muss. Oh. Steh mal bitte auf. Nee, auch nicht. Ich habe keine ersichtliche ich weiß nicht, es ist nicht ersichtlich, wo ich jetzt weiter soll. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Okay, dann gehe ich das Level jetzt einfach mit Save States an. Es ist. Ich verstehe es nicht. Es muss doch irgendeine Begründung dafür geben, wie man hier weiterkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erste Level nicht abschließbar ist. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier geht's nicht weiter. Du verlangst bitte nicht ernsthaft einen Shelljump im ersten Level. Das kannst du doch nicht verlangen. So ein billiges Level hier hinhauen und dann am Ende einen Shelljump verlangen, oder was? Wenn ich den besiege, passiert auch nichts. So, verdammt. Verdammt. Bin ich zu blöd oder was? Das muss doch irgendwie gehen. Ich
Ich meine, da wird es doch nicht umsonst einen P-Switch-Weg geben. Ja, komm. Ich bin zu blöd für das Level. Für das erste. Was ist denn hier unten? Aha. Okay. Ich nutze doch keine Save States. Deswegen bringe ich mich jetzt einfach mal um. Ich war wirklich zu blöd für das Level. Ja. Jetzt wissen wir es offiziell so. Wir machen uns komplett Game Over, weil ich habe so viele Save States benutzt. Da möchte ich jetzt einfach mal. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Muss ich jetzt die ersten Level nochmal durchspielen? Oder was passiert jetzt? Ich glaube ja. Mario ist Hanselhausen. Ja, ja. Das wissen wir bereits. Ja, los. Mach zu Ende. Komm schon. Ja, ich muss die ersten Level nochmal machen. Okay, dann werden wir das mal ganz schnell durchziehen. Da ich zu blöd für das erste Level von Welt 1 war, möchte ich das jetzt einfach nochmal im Schnelldurchlauf machen. Oh, nee. Okay, also bis jetzt gab's. Die Level speichern sich also nicht automatisch. Das heißt, ich muss darauf hoffen, dass bald ein Speicherpunkt kommt. Und dass ich mich nicht ganz so dumm anstelle. Das war böse. Ich habe das nicht gesehen. So. Auf jeden Fall finde ich die Endmusik cool. Naja. Wenn das Level ohne Save State machbar ist, dann mache ich das auch ohne Save State. Also. Was in den Textboxen steht, wissen wir ja bereits. Also müssen wir die Level einfach nur schnell skippen. Und dann sind wir auch schon in Welt 1.1. Na los. So. Info Yoshi 2. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Level Pflicht sind. Im Original Super Mario World waren gerade solche Level auch nicht Pflicht. Also das Yoshi-Haus meine ich damit jetzt. Aber naja. Du hast halt einen richtigen Ausgang hingebaut, deswegen. So, okay. Jetzt nochmal in Klug. Mit Doppel-K. Wir brauchen einen Yoshi, den wir füttern müssen. Den Yoshi finden wir hinten. Beziehungsweise gleich. Ansonsten hole ich mir natürlich, wie eben schon, auch den Yoshi-Coin. Fuck. Das war dumm. Und da soll mir noch mal sagen, ich habe ein Kaizo Mario-Skill. Ich verrecke in so einem normalen Mario-Level. Okay. Versuchen wir es halt ein weiteres Mal. Das wievielte Mal jetzt? Auf jeden Fall zu oft. Oh Mann. Ja, Volltreffer. So, jetzt kam die Pflanze. Du kommst zurück. Dich möchte ich aber haben, denn ich möchte die Pflanze jetzt auch loswerden. Danke sehr. Ha. So, jetzt kommen die Molds. Und ich muss hier runter. Das wissen wir ja jetzt. Schluck, Schluck. Kann ich den da fressen? Nein. Verdammt. Der rennt voll in mich rein. Gibt es in diesem Level auch einen Mittelpunkt? Nein! Och Mann, ey. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin echt zu blöd dafür. Was ist das? Ich habe keinen Mario-Skill. Jedenfalls nicht in diesem Spiel irgendwie. Ich bin zu blöd für das allererste Level. Das allererste richtige Level und ich verkacke. Das ist doch nicht die... nee.
Das ist... Das ist doch echt ein Scherz, oder? So. Okay. Komm schon. Einmal streng dich bitte gut an. So. Du frisst jetzt den Mol und du frisst den Mol und den Mol. So. Das waren, glaube ich, sogar schon 4 Fresser, weil... Klitsch. Hey. Yay. Mein letztes Leben. Ich setze mal ein Safe State. Sonst muss ich nämlich die erste... Ja, sonst muss ich nämlich das allererste nochmal machen. Also beim letzten Leben werde ich jetzt doch ein Safe State setzen. Wenn es mein letztes Leben ist, aber nur am Anfang des, der Welt, weil ich habe keine Lust, nochmal das ganze Spiel von vorne zu machen. Darauf ist mir jetzt schon die Lust vergangen. So. Gut. Bup. Disco-Shell macht voll Disco. Okay, dann den Yoshi holen, komm mal mit. Schluck, schluck. Was waren das jetzt? 3? Oh, ich habe Angst vor dem Sprung. Nein, ich wusste es. Es ist so traurig. Das Level ist doch gar nicht so schwer. Nein. Soll ich das wirklich hochladen? Ernsthaft? Mein Fehlen vom absoluten Skill? Das ist nicht wahr. Ich muss sagen, mir gefällt das Level, aber ich bin zu blöd dafür. Es liegt nicht daran, dass der Hack schlecht ist oder sowas. Ich finde den Hack sogar verdammt gut bisher. Auch wenn ich noch nicht viel gesehen habe. Aber ich bin einfach zu blöd. Es ist unfassbar. Ich bin zu blöd für ein ganz gewöhnliches Mario-Level. Es ist doch nicht mehr... Ah. Vielleicht wären mehr Power-Ups gut gewesen. Ich weiß es nicht. Wobei, ich verrecke ja... Ich verrecke an dem bösen Sprung zum P-Jump holen. P-Switch holen. Eigentlich hauptsächlich. Diese Disco-Shell macht mich fertig. So. Das waren jetzt wieder 3. Ha! Geht doch. Alt. Moment. Ich bin gerade am Überlegen. Ist mir erst nicht besser, wenn ich erstmal Yoshi füttere? Ah, lecker, das hat gut getan. Jetzt bin ich groß und stark und kann dir helfen. Da, danke. Eieieiei. Schafft man das? Ich trau mich nicht. Nein! Nein, es war so klar! Ah! Nein, ich will nicht Game Over sein. Gah! Warum versuche ich es eigentlich? Warum setze ich nicht Yoshi ab, spring da runter, hol mir Yoshi wieder? Warum mache ich das nicht so? Warum? Ich bin echt da. Also wenn der Hack weiterhin so bleibt, werde ich 2 Jahre brauchen, um ihn durchzuspielen. Oh yeah. Ja, ich brauche definitiv 2 Jahre, um ihn durchzuspielen. Den muss ich auch unbedingt richtig ohne Safe State spielen. Dann. Und nicht so vorsatzweise von wegen hier, ja, ich mache das ohne Safe States und dann schon im ersten Level mindestens 25 Mal laden. Das ist, Bums. So. Ja, natürlich. Oh, das ist doch wohl. Ah! Gib mir diesen Pilz. So, stirb. Danke. Nein! Au. So, stirb. Was? So, na. Was? Oh mein Gott. Ich sterbe hier öfters als in Kaiser Mario.
Und in Kaiser Mario sterbe ich oft. Verdammt, was mache ich denn? Wieso will ich eigentlich diesen Yoshi-Coin haben? Ich krieg's doch eh niemals alle 5 zu... Ja, natürlich. Spuckst du genau in diesem Moment. Ja, und ich weiß auch nicht, warum ich... Ich habe ja nicht mal einen Spin-Jump gemacht. Warum bin ich jetzt auf dich draufgesprungen? Stopp. Gib mir das. Stopp. So. Habe ich nicht jetzt irgendeine Yoshi-Coin übersehen? Ich weiß es nicht. Egal. 3. So. Ja. Ah, lecker. Jetzt kann ich dir helfen. Gut. Gib mir den P-Switch. Wow, wir sind mal weiter gekommen. So, P-Switch im Mund. Dann muss ich jetzt nur noch hier den P-Switch einmal absetzen. Dann geht es jetzt hier hoch. Da gibt es eine Blume. Und hier gibt es einen Mond. Und eine Yoshi-Coin. Ich habe, glaube ich, wirklich eine übersehen, sonst hätte ich bestimmt schon 5 gehabt. So, jetzt nehmen wir den P-Switch wieder mit. So. Okay. Jetzt, komm schon. Okay, was mich jetzt interessieren wird, gibt es hier doch einen Invisible Block oder muss ich meinen Yoshi opfern? Ich muss meinen Yoshi opfern. Okay, na gut. Wenn ich den Yoshi jetzt hätte nicht opfern sollen, dann... Okay, da habe ich doch alle Yoshi-Coins gefunden. So, komm mal bitte her. Ich brauche nämlich Leben. Oh, was zur Hölle war das eine Qual. Hatte ich da gerade 1188-0? Ich denke nicht. So. Oh, Welt 1-1 geschafft. Welt 1-2.